Ja, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ein wenig Zeit ist vergangen. Wie ihr mitbekommen habt, ist hier am siebten Tag keine Horde gekommen irgendwie und wollte mich überhaupt nicht belästigen. Und von daher machen wir uns jetzt an Tag 9 mittlerweile schon auf den Weg und hoffen mal, dass wir in dieser Folge keine Lehmklumpen mitten in der Hand haben. Möchte ich hoffen. Ne? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, denn wir befinden uns nachts auf dem Weg zu einem Wegpunkt. Wir wollen unsere Wasservorräte auffüllen und vielleicht sogar ein bisschen was Schönes looten. Ich. Da ist schon einer. Boah. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Boah, verreckt. Alter. In the face. Komm. Verreck. Boah, wie viele. Komm schon. Recke. Wie viel hält er denn aus? Ich wollte schon sagen, der stirbt nie, ey. Und da kommt schon wieder irgendwo einer. Geh weg von mir, ey. Wie die alle abgehen. Ich muss erstmal runterschlucken hier. Ich komme gar nicht zum Runterschlucken. Deersville. Oh, das ist eine Stadt. Nice. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es das eine komplette Stadt ist. Ich dachte, das wären zwei, drei Häuser. Geil. Okay, dann haben wir ja auf jeden Fall hier sehr, sehr viel zu looten. Oh, Moment, alles mitnehmen. Von Müll bis egal was, Toilette, Toiletteninhalt. So, nee, das schimmlige Zeug will ich gar nicht haben. Weg damit. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen kann. Ich behalte es einfach mal. Vielleicht kann ich da irgendwie Medizin draus machen oder so. Das wäre ja auch mal was. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. So, mitnehmen. Es ist Tag. Tag 9. So. Und wir fangen an, die Häuser auch nebenbei zu markieren. Was ist das denn? Ih, das ist ja ein Affen-Zombie-Mensch. Irgendwas. Schnell weg. Schnell den Bogen rausholen. Wo ist denn mein Pfeil und Bogen, Alter? Wieso habe ich keinen Pfeil und Bogen mehr? Nee, geh weg, ey. Ich will nichts mit dir zu tun haben, du Affe. Pass doch, du Affe. So, wo ist der? Da. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wir sterben. Ist er tot? Spinnenzombie? WTF? Okay. Ih! Noch einer. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Spinnenzombie. Stirb. Ih, ganz viele. Warum kommen denn jetzt schon wieder so viele? Hannes, ich habe doch gar nicht so viele Sachen, um euch alle abzuschießen. Oh, jetzt kommt schon wieder der Spinnenzombie hier.
Oh, fuck, 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 fuck. Jetzt muss ich weg, jetzt muss ich nach Hause. Scheiße, ich hab den Verband nicht dabei. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh, oh, kann sein, dass wir sterben. Kacke, 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 kacke. Scheiße, nein, ich schaff's nicht. Nein, ich sterbe kurz vor meinem Haus. Oh Gott. Oh lol, die gute alte Gabrielle. Oh. Oh. Gabrielle. Erscheine auf dem Bett. Genau, das machen wir jetzt. Welcher Tag ist denn immer noch? Tag 9, korrekt. Oh, unser Wohlbefinden, ey, das ärgert mich jetzt so richtig. Waren wir hier schon? Hier ist wieder ein Lager. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir hier schon drin waren. Ich glaube nicht. Jetzt kommen hier schon wieder die Zombies. Boah, Headshot mit dem Pfeil und Bogen. Und der brennt, der Zombie, lol. Lol. Das ist immer so spannend, wenn hier Zombies auf dich zukommen, ganz ehrlich. Ich muss mich aber mal umdrehen und gucken, nicht, dass hier welche von hinten kommen. Das mache ich ja nie. Und dann wundere ich mich immer, dass ich infiziert werde oder sonst irgendwas. Boah, hier, die laggt schon wieder rum. Nein! Jetzt stirbt doch irgendwie. Also jetzt habe ich hier einen Gamerscore bekommen, weil ich glaube ich schon 50 Zombies oder so umgebracht habe. Ich bin mir nicht sicher. Oh, fall um und stirb. Geht doch, Headshot, boah. Nice. So, und jetzt die Nurse. Die steht da immer noch rum und macht nichts. Ach, die ist schon wieder tot. Okay, das hatte ich letztens auch schon. Aha, 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 aha. So, wir schauen mal rein. Eine Tasche. Mit, was ist das denn? Ach Mann, ich dachte, das wäre jetzt voll die üble Waffe. Voll ärgerlich. So, das tausche ich jetzt gerade mal aus. Das sieht viel besser aus. Und wir haben immer noch nicht unser Ziel erreicht. Eigentlich den Wegpunkt haben wir erreicht, aber wir haben immer noch nicht das Wasser aufgefüllt, fällt mir gerade ein. Das müssen wir auch noch machen. So, das nehmen wir auch noch mit hier. So, hier den Müll nochmal durchforsten. Können wir auch noch mitnehmen. Ja, die Leiche. Ja. So, das Auto nochmal durchgucken. Nice. So, hier in dem Zelt waren wir auch noch nicht. Ah, oh, geil! Ein Jagdmesser! Ach, wie schön! Oh, das hat sich gelohnt. Endlich ein Jagdmesser. Endlich ein Jagdmesser. Das bedeutet, das nächste Tier wird richtig leiden müssen. Oh, oh, wir brauchen aber bald wieder Fleisch. Das bedeutet, ne, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Wir müssen bald wieder jagen gehen. Oh, jetzt kratze ich mich einmal, weil es juckt. Ja, jetzt nehmen wir ein paar Stofffetzen mit hier. Zack, zack, zack. Wunderbar, das wird erstmal reichen. Jetzt schauen wir mal auf eine Karte. Noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ich crazy fresh. Aber ich glaube, dafür muss man wirklich lange, 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 lange spielen. So, hier ist auch wieder der Anfang vom National Forest. Sehr schön. Und hier beginnt dann der Eiswald. Das ist ja wunderbar. Toll, ich freue mich. So, jetzt gucken wir mal gerade auf Karte. Kommen wir dann wieder zurück, wenn wir jetzt hier langlaufen? Dann müssen wir durch die Stadt kommen eigentlich. Und am Fluss vorbei. Ab nach Hause, würde ich sagen.
Und dann müssen wir halt in der nächsten Folge gucken, dass wir ein bisschen Eisen finden oder sowas. Ach, guck mal an, was ist das denn hier? Geil. Das ist ja fresh. Hier können wir uns auch nochmal umschauen, aber jetzt nicht. Das müssen wir dann auch in der nächsten Folge machen. Hauptsache, ich markiere das jetzt einmal auf der Karte, indem ich hier einfach mal drumrum laufe. So, hier können wir ja gerade mal aufmachen. Zack, zack. Ah, nicht das Messer. So, zack. Dann können wir schon mal reinschauen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Jetzt interessiert mich mal, was ist für das? Ah, episch. Das ist ja episch. Was ist das für ein Ding? Eine Zapfsäule, ach so. Interessant. Bam. Geil, da brauche ich gar nicht aufkloppen. Da kann ich einfach die Fässer kaputt schießen und kann da reingehen. Wie episch ist das denn? Aber ich möchte da jetzt nicht reingehen, weil sonst verliere ich wieder den Faden. Und jetzt kommt ja auch schon wieder ein Abwurf da hinten. Das kriege ich immer alles gar nicht aufgenommen in eine Folge. So, und jetzt beende ich die Folge aber auch. Denn es ist schon wirklich ziemlich spät und ich werde jetzt hier noch ein bisschen offscreen was machen. Also Tag 9 werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen so verbringen. Ein bisschen meine Kisten ordnen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Naja, wie auch immer, meine lieben Freunde. Ich bin euer Zero und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder mit dabei seid. Schaltet ein, wenn es soweit ist. Es würde mich auf jeden Fall freuen.